Hallo meine Lieben, da bin ich wieder, frisch gestylt nur für euch. Nein, aber etwas sommerlich, vielleicht Petrus jetzt merken, fehlt die Sonne. Hab mir etwas Sonne ins Haar streichen lassen, wenigstens etwas Helles im Moment. Wir wollen schauen, im Mittwoch, ja klar. In die Energien für den Mittwoch. So, jetzt hat es geklappt. Für mich der letzte Tag der Woche. Ich freue mich mega mäßig. Ich hoffe, ihr habt auch eine kurze Woche. Ich würde es euch wünschen. Bei uns soll das Wetter doch tatsächlich mal wärmer werden. Am Samstag bis 25 Grad. Ich bin gespannt. Aber jetzt schauen wir in den... Ich mache ganz langsam. Schauen wir in die Energien für Mittwoch, den 17. Mai. Was ich euch da Schönes erzählen darf. Die letzten zwei Tage waren ja voll auf Liebe programmiert. Ich habe nicht wirklich viel davon gemerkt, aber der Tag ist ja noch nicht rum. Vielleicht tut sich ja da heute so frisch gestylt etwas. Ja, ich hoffe, bei euch hat sich was getan, hattet etwas Herzklopfen, eine nette Begegnung eventuell oder das Alte wurde aufgefrischt. Noch zwei Karten hätte ich gerne für Mittwoch, den 17. Mai. Welche Energien sind gut für uns? Was darf ich Schönes erzählen oder worauf sollten wir auch achten? Ich habe schon was gesehen, das gefällt mir gar nicht. Na gut, schauen wir mal weiter. So. Ha, sie schaut raus aus dem Bild. Doch. Okay, meine Lieben. Morgen vielleicht Hindernisse auf unserem Weg in die Zielgerade, aber das ist überhaupt gar nicht dramatisch. Der Brunnen ist gefallen. Der Brunnen fordert uns auf, mal etwas genauer hinzuschauen, wo wir eventuell blockiert sind. Der Berg zeigt ja Blockaden an, Hindernisse. Wir kommen nicht so gerade an unser Ziel, wie wir es gerne hätten, aber mit den richtigen Schuhen läuft sich's auch mal um den Berg herum. Also schaut mal genauer hin, was liegt euch im Weg, welche Steine oder was blockiert euch. Manchmal liegt es ja nicht einmal am Weg, sondern an uns, dass wir vielleicht noch, ja, noch nicht richtig bereit sind, in manchen Dingen blockiert sind, drauf loszumarschieren. In den Tagesenergien haben wir das Kind. Das Kind steht für einen Neuanfang, etwas, das neu beginnt. Den Reiter, der für die guten Nachrichten steht, oder für etwas, das schnell beginnt. Also, ja, wenn wir etwas planen, etwas Neues beginnen möchten in unserem Leben, vielleicht auch hier der Tipp, bis jetzt hatten wir nicht so den Mumm, hatten nicht so den Glauben daran, waren dadurch blockiert. Schaut mal tiefer hin und traut euch, denn der Reiter ist ja auch immer eine glückliche Botschaft, ein glücklich schneller Beginn von etwas. Wir haben die Schlange hier liegen, die Schlange normalerweise das Zeichen für eine Rivalin, sie guckt aber aus dem Bild raus, verabschiedet sich. Vielleicht auch deswegen ein Neubeginn, ein schneller Neubeginn. Es kann im Beruf wie im Liebesleben sein, weil eine Rivalin sich verabschiedet, aus dem Weg ist, weg ist, wie auch immer. Und vielleicht waren das auch so unsere Blockaden oder das, was noch im Weg war. Wenn es um euren Wunschpartner geht und es gab noch eine andere Frau, gut möglich, dass das ein Ende findet, dass ihr neu loslegen könnt, neu starten bekommt, dass ihr die Nachricht erhaltet, hey, ich habe mich für dich entschieden. Solche Dinge sind durchaus möglich. Kann nämlich auch sein, wie gesagt, wenn es um den Wunschpartner geht oder ihr in einer
Beziehung seid, wo noch eine andere Frau, ein anderer Mann eine Rolle gespielt hat, was das Ganze blockiert hat, dass sich das jetzt verabschiedet. Ansonsten, wie gesagt, im Beruf vielleicht ein Kollege, eine Kollegin, mit der ihr so im Clinch, mit ihm im Clinch gelegen seid, auch das könnte morgen eine super Wendung nehmen, weil diese Rivalin, wie gesagt, läuft aus dem Bild raus und es steht ein Neuanfang, ein schöner, glücklicher Neuanfang ins Haus. Möglicherweise bekommt ihr auch eine Nachricht, die euch ja, zu einem Neuanfang bewegt, in welcher Hinsicht auch immer. Aber morgen schöne Energien. Schaut mal genau eure Situation an, geht mal ein bisschen in die Tiefe, in euch hinein. Ihr werdet wissen, was gemeint ist. So, meine Lieben, jetzt noch der Engel, der uns begleitet morgen. Und im Anschluss gibt es noch die 7 Tage Wunschpartnerlegung, aber das ist ein anderes Video. So, jetzt schauen wir mal hin, welcher ein. Engel der Gefühle, liebe dich selbst und vertraue deinem Herzgefühl. Ja, vertraue deinem Herzgefühl, ne? Schau dir mal an, was blockiert dich, was hindert dich dran, etwas Neues zu beginnen oder etwas zu beginnen, was dir schon länger auf dem Herzen liegt. Mag ja nicht unbedingt etwas mit der Liebe zu tun haben, vielleicht ein Hobby, ein neuer Beruf, ein Wohnungswechsel etc. pp. Schaut, wie ihr in Resonanz geht und wie es passt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Dienstagabend. Wir hören uns morgen wieder mit den Energien für Donnerstag, Vatertag. Bis morgen, meine Liebe. Ganz viel Licht und Liebe von mir.